Dies ist Irma Grese. Sie entsprach dem damaligen Schönheitsideal. Blond, bläugig, gut aussehend. Ohne Uniform würde man sie wohl für absolut unscheinbar und unschuldig halten. Und doch gehört sie zu den schlimmsten Kriegsverbrechern des Zweiten Weltkrieges. Sie war als Aufseherin in unter anderem den berüchtigten Konzentrationslagern Auschwitz-Birkenau und Bergen-Belsen tätig, wo sie unzählige Menschen misshandelt und ermordet hat. Ihre Kaltblütigkeit und Brutalität haben ihr dabei die Namen Hyäne von Auschwitz, Schöne Bestie von Belsen oder Blonde Bestie von Belsen eingebracht. Nach dem Krieg wurde Irma Grese der Prozess gemacht und aufgrund ihrer schockierenden Taten zum Tode verurteilt. Doch selbst kurz vor ihrer Hinrichtung hat die Hyäne von Auschwitz keinerlei Reue gezeigt. Irma Grese wurde 1923 als Kind eines Landwirtes in einer kleinen Gemeinde im heutigen Mecklenburg-Vorpommern geboren. Dort wuchs sie eine eigentlich unbeschwerte Kindheit auf, bis sie mit 12 Jahren den Selbstmord ihrer eigenen Mutter miterleben musste. Im April 1939, kurz vorm Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, fand Irma Grese einen Job in einer Heilanstalt in 40 Kilometer von ihrem Geburtsort entfernten Hohenlieschen. Die auch als SS-Sanatorium bezeichneten Heilanstalten wurden für die Behandlung von erkrankten und im Krieg verwundeten Soldaten verwendet, waren aber auch als einfacher Erholungsort bei diversen Nazi-Größen, wie beispielsweise Heinrich Himmler, beliebt. Ab 1942 wurden hier grausame Menschenversuche unternommen, um mögliche Mittel gegen Wundinfektionen zu testen, der Penicillin in Deutschland noch unbekannt war. Irma Grese arbeitete hier 2 Jahre lang als Hilfskrankenschwester, erhielt aber keinen Ausbildungsplatz, woraufhin sie den Job kündigte und als Aushilfskraft in einer nahegelegenen Molkerei arbeitete. Als sie im Juli 1942 immer noch ohne Ausbildung dastand, kam für sie ein verlockendes Angebot gerade gelegen. Eine Ausbildung zur SS-Aufseherin im nahegelegenen Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Und so nahm eine schreckliche Geschichte ihren Lauf. Das KZ Ravensbrück war das größte Konzentrationslager für Frauen zur Zeit des Nationalsozialismus. Zwischen 1939 und 1945 wurden insgesamt 132.000 Frauen und Kinder interniert, von denen schätzungsweise 28.000 ums Leben kamen. Die Häftlinge mussten hier unter unwürdigsten Umständen harte Arbeit ausüben und waren tagtäglich Misshandlungen und Schikanen ausgesetzt, insbesondere wenn sie die fast unmöglichen Vorgaben der Lagerverwaltung nicht erfüllen konnten. Irma Grese hatte hier bereits am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn die Aufsicht über kleinere Gruppen von Frauen, die Zwangsarbeit verrichten mussten. Schon hier zeigte sich ihre zutiefst sadistische Seite. Eine Insassin sagte später Folgendes über sie aus: Jedes Kommando hat eine Aufseherin gehabt. Die Irma Grese habe ich im Kräuterkommando kennengelernt. Da haben wir Brennnesseln gepflückt und die Hände haben geblutet. Denn wir haben keine Handschuhe bekommen. Sie hat uns so hohe Körbe gegeben, mit den Stiefeln in den Korb hineingetreten. Für Körbe, die nicht voll waren, gab es Ohrfeigen links und rechts. Die Irma Grese war bildhübsch. Und sie war außergewöhnlich schlecht. Im März 1943 wurde sie in das berüchtigte Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau versetzt. Über diesen Ort gibt es unzählige grausame Geschichten zu erzählen. Hier lag das Herz der nationalsozialistischen Tötungsmaschinerie. In Auschwitz wurden schätzungsweise 1,1 Millionen Juden, Sinti und Roma sowie Homosexuelle ermordet. Etwa 900.000 der deportierten Personen wurden direkt nach ihrer Ankunft in den Gaskammern getötet. Weitere 200.000 Menschen kamen durch Krankheiten, Unterernährung, Misshandlungen und medizinische Versuche zu Tode oder wurden später zur weiteren Zwangsarbeit untauglich selektiert und ermordet. Irma Grese war bis Mai 1944 als Telefonistin und danach als Leiterin eines Straßenbaukommandos tätig, bis sie in jenem Monat das Kommando über 30.000 weibliche Häftlinge des Frauenlagers von Auschwitz-Birkenau übernahm. Hier hat sie als Hyäne von Auschwitz für Angst und Schrecken gesorgt. Sie hat regelmäßig weibliche Häftlinge geschlagen, die oftmals an den Folgen gestorben sind. Kleinste Vergehen oder reine Launen der Wärter haben zu schweren Misshandlungen oder zu direkten Ermordungen geführt. Zusammen mit dem berüchtigten Lagerarzt Josef Mengele soll Irma Grese regelmäßig Selektionen durchgeführt haben, bei denen nicht arbeitsfähige Häftlinge bei ihrer Ankunft in Auschwitz direkt in die Gaskammern geschickt wurden. Häufig handelte es sich hier um Kranke, ältere Menschen und Kinder, die ohne mit der Wimper zu zucken in den Tod geschickt wurden. Ein Überlebender aus Auschwitz berichtete später Folgendes über sie: Sie waren ein hübsches Paar, diese Irma Grese, auch der blonde Engel genannt, und der elegante Dr. Mengele.
Diese beiden waren im ganzen Lager berühmt und berüchtigt für ihre Schönheit und ihren Sadismus. Die erst 18-jährige Irma liebte es, im Sonntagsstaat durch das Lager zu spazieren. Die Kleider, die sie trug, waren Beutestücke aus den Koffern jüdischer Frauen. Sie weidete sich am Elend der Jüdinnen, die ihrer Gnade ausgeliefert waren. Wie die überzeichnete Hollywood-Version einer KZ-Aufseherin ließ sie ihre Lederpeitsche auf die hilflosen Frauen niedersausen. Mengele gegenüber verhielt sie sich natürlich absolut devot. Die in einer der Lagerwerkstätten hergestellte Peitsche wurde zu einem Markenzeichen von ihr und spiegelt ihre kaltblütige und sadistische Ader wider. Mit dieser hat sie eine Vielzahl an Häftlingen bis an den Rande des Todes geschlagen und darüber hinaus. Mit dem Vorrücken der sowjetischen Truppen nach Auschwitz wurde im Januar 1945 etwa 60.000 Häftlinge von den Aufsehern evakuiert und in Todesmärschen in die westlichen Gebiete getrieben. In Auschwitz blieben nur etwa 7.500 Häftlinge zurück, wobei deren Ermordung nur durch die rasch anrückende Rote Armee verhindert werden konnte. Grese leitete einen Häftlingstransport in das KZ Ravensbrück, in welchem sie zuvor schon mal gearbeitet hat. Im März 1945 führte sie dann einen Todesmarsch in das KZ Bergen-Belsen an. Bei den Todesmärschen mussten die frierenden, hungernden und erschöpften Häftlinge pausenlos weiterlaufen. Wer sich hingesetzt hat oder zusammenbrach, wurde von den SS-Wachen erschossen. Unzählige Menschen sind bei diesen unmenschlichen Bedingungen noch ums Leben gekommen. Bis zur Befreiung von Bergen-Belsen durch britische Truppen übte Irma Gräse ihren Terror weiter aus. Die alliierten Soldaten erwartete bei der Einnahme des Lagers ein schauriger Anblick. Überall türmten sich die Leichen von Häftlingen und im Lager grassierte eine schlimme Fleckfieberepidemie. Bergen-Belsen wurde zum Symbol für die schlimmsten Gräuel und die unmenschliche Barbarei des nationalsozialistischen Konzentrationslagersystems. Es sind zahlreiche schreckliche Fotos vorhanden, die das Ausmaß der Vernichtung zeigen. Irma Gräse wurde am 17. April verhaftet und mit dem verbliebenen Lagerpersonal dazu verpflichtet, alle Leichen abzutransportieren und in Massengräbern zu bestatten. Am 13. September erfolgte die Überführung in das Gefängnis von Lüneburg. Gräse war eine der 45 Angeklagten im ersten Bergen-Belsen-Prozess, der vom September bis November 1945 verhandelt wurde. Sie wurde dort mit ihren grässlichen Taten konfrontiert, die sie in Buchenwald und Bergen-Belsen begangen hat. Wie viele andere des SS-Personals zeigte sie im Prozess keinerlei Reue und wirkte eher desinteressiert. Sogar als ehemalige Häftlinge im Zeugenstand über sie aussagten. Irma Gräse war aufgrund ihres Aussehens und jugendlichen Alters während des Prozesses im Fokus der internationalen Presse. Sie bestätigte von sich aus ihre Brutalität, indem sie im Prozess Folgendes aussagte. Ich habe noch einmal nachgedacht und möchte hinzufügen, dass ich in der Tat Häftlinge nicht nur mit der Hand geschlagen habe. In Auschwitz hatten einige Aufseherinnen für etwa eine Woche Peitschen, die in den Lagerwerkstätten hergestellt wurden. Mit einer solchen habe ich einige Male Häftlinge geschlagen, bis die Benutzung der Peitschen verboten wurde. Gewehre wurden nie von einer Aufseherin getragen oder benutzt. Die Ankläger sagten über sie aus, dass es keine Grausamkeiten in den Lagern gab, für die sie nicht als Verantwortliche bekannt war. Sie nahm in Auschwitz regelmäßig an den Selektionen für die Gaskammer teil, strafte willkürlich und als sie nach Bergen-Belsen kam, fuhr sie genauso fort. Irma Gräse wurde für ihre Taten am 17. November 1945 zum Tod durch den Strang verurteilt. Bis zu ihrer Hinrichtung im Zuchthaus Hameln am 13. Dezember 1945 hat sie keinerlei Reue gezeigt. Mit 22 Jahren war sie die jüngste Frau, die im 20. Jahrhundert unter britischer Gerichtsbarkeit hingerichtet wurde. Ihre letzten Worte zum Henker waren: schnell. Was meint ihr? War die Hinrichtung gerechtfertigt oder seid ihr generell für oder gegen die Todesstrafe? Selbst bei solch schweren Verbrechen. Abonniert den Kanal, um auch in Zukunft keine Videos zu verpassen.